Curry führte sein Team am Sonntag, 3. Juni 2018, Ortszeit, zu einem klaren 122:103, 59:46 Erfolg. In der Best-of-7-Serie führt Golden State nach dem zweiten Sieg in Serie mit 2:0. Das dritte Spiel wird am Mittwoch in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio ausgetragen. Er war fantastisch, sagte Warriors-Trainer Steve Kerr über die Leistung Currys. Es schien so, als würde er die wichtigen Würfe immer dann treffen, wenn wir sie am nötigsten hatten. Knapp die Hälfte seiner Dreier verwandelte Curry in Bedrängnis. Mit 9 verwandelten Dreiern stellte er einen Finalrekord auf. Er trifft die schwierigen Würfe, sagte Clevelands Coach Tyron Lue über Curry. Der Spielmacher lieferte außerdem 8 Assists und holte 7 Rebounds beim Heimerfolg des Titelverteidigers. Sein Teamkollege Kevin Durant kam auf 26 Punkte, 9 Rebounds und 7 Assists im Spiel. Klay Thompson verbuchte 20 Zähler. Neben der herausragenden Offensivleistung von Curry war es vor allem die Verteidigungsarbeit, die die Warriors in die Erfolgsspur führte. Unsere Verteidigungsarbeit war heute gut, erklärte Golden States Trainer Kerr. Wir spielten eine viel intensivere Verteidigung als im ersten Spiel. Clevelands Trainer Lue bemängelte hingegen den schwachen Spielbeginn seiner Mannschaft. Die Cavaliers lagen nach noch nicht einmal 4 Minuten bereits mit 6:15 in Rückstand. Wir müssen das Spiel besser beginnen, sagte Lue. Mehr Körpereinsatz, das vermissten wir heute am Anfang. LeBron James war mit 29 Punkten, 13 Assists und 9 Rebounds der Leistungsträger bei den Cavaliers. Es ist natürlich beschissen zu verlieren, sagte James. Kevin Love verbuchte 22 Punkte und holte 13 Rebounds in der Niederlage. Der Pechvogel des ersten Spiels, J.R. Smith, wurde von den Fans der Warriors im zweiten Spiel nicht verschont. Bei seiner Vorstellung erhielt er Standing Ovations der gegnerischen Fans und bei jedem kleinsten Fehler hallte es hämisch MVP, MVP, durch die Halle. Smith hatte im ersten Treffen den Sieg verschenkt, weil er den Spielstand kurz vor Schluss falsch eingeschätzt hatte. PANCH Stand 4. Juni 2018 9:00 Uhr